Hitradio FFH. Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das ist ja wieder Kreisliga-Fußball auf höchstem Niveau, ey. Da kriege ich so einen Hals. Andi, du bist so toll. Selbst mein Essen kommt gleich hoch, um die Spielen zu sehen. Jungs, am Sonntag ist ja der 1. Mai. Gut, damit habt ihr erstmal nichts zu tun. Das ist nämlich Tag der Arbeit. Aber ansonsten ist der Mai ja euer Monat. Nach dem Training pumpt ihr nämlich alle wie ein Maikäfer. Eure Fehler sind immer vermeidbar. Und der Kevin, der hat eine Meise. Hermann, deine Diät läuft auch nach dem Motto. Kalorien werden beim Überbacken mit Käse abgetötet. Ne? Der FC Bayern kommt am Wochenende ja nach Mainz. Die Münchner wurden dieses Jahr übrigens nicht Meister, sondern Aprilster. Aber Meisterfeier können die Bayern echt nicht. Da ist in jeder Mainzer Heckenwirtschaft auf dem Montag mehr los als bei der Bayern-Meisterfeier. Trainer Nagelsmann hat den 10. Titel in Folge gefeiert mit Gin Tonic, einer Brezel und Sushi. Bah! Mixe das alles zusammen und tankst damit den Bayern-Bus, dann fährt er dich von München über Mainz direkt nach Tokio. Christian, stirbt der Geier mal aus! Bist du hier der hässlichste Vogel? Morgen ist ja auch überall Tanz in den Mai. Vielleicht lasse ich euch ja alle zum Sondertraining antanzen. Und danach könnt ihr euch in der Disco gerne zum Foxtrottel machen. Wenn ich euch mit euren Frauen so tanzen sehe, erinnert mich das irgendwie an ein Spiel von uns. Ich frage mich dann auch immer, wer führt denn eigentlich gerade? Nein, Kevin, ein Paso Doble ist nicht das gleiche wie ein Doppelpass. Für die Bayern-Konkurrenz heißt die Veranstaltung übrigens Distanz in den Mai. Dortmund, Leipzig und Co. haben so viel Abstand zu den Bayern, dass selbst Karl Lauterbach sagt, das ist ein bisschen zu viel. Ne, Patrick, dein Motto ist auch, lieber tanzen bis zum Umfallen als beim Tanzen umfallen. Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison. Uwe, der Kreisliga-Trainer bei Hitradio FFH.